Hallo, hallo. Ja, ich sehe mich nicht, aber ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf, dass es funktioniert. Ja, es funktioniert. Ich wollte heute Abend noch kurz live kommen, bevor ich nachher mein letztes Meeting in der Gruppe Geldmagnet habe. Ja, Geldmagnet. Ist jetzt auch schon 3 Monate vorbei. Ich weiß ehrlich nicht, wo die Zeit bleibt. Das ist unglaublich. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Zeit zerrinnt mir in den Händen. 3 Monate scheint mir irgendwie so wie früher 3 Wochen oder so. Ja, und aus dem Grund wollte ich heute für alle, die live gehen, nochmal, die sich wirklich überlegen, etwas Grundlegendes in ihrem Leben zu verändern. Es ist ja so cool, wir sehen immer mehr Menschen, die rausgehen, die sichtbar werden und die sich zeigen und damit Inspiration und Anstoß geben, anderen das Gleiche zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr da auch wart, wo ich war. Und zwar immer so daran gegangen, die Dinge, die man haben wollte oder die man dachte, die man haben kann, oder? Heute sprechen wir ja davon, dass wir viel, viel mehr haben können, als dass wir uns überhaupt vorstellen können, wenn wir wissen, wer wir wirklich sind. Und deswegen ist ja auch mein Slogan oder mein Orientierungsrahmen tatsächlich der Satz: Finde heraus, wer du wirklich bist und werde gesund und finanziell unabhängig. Weil es einfach mein Satz ist, weil ich krank wurde, weil ich dachte, die Dinge müssen so geschehen, wie man sie gemeinhin auf dieser Welt macht. Ich hatte noch nie einen richtig großen Plan. Ich wusste eigentlich immer nur, ich will es nicht so haben, wie es die meisten haben. Und da bin ich irgendwie ein totaler Rebell, vielleicht auch schon ein Aussteiger geworden, nach einem abgeschlossenen Betriebswirtschaftsstudium eine Karriere als Skilehrerin anzustreben. Ist natürlich schon ein bisschen außergewöhnlich, weil ja, das macht man ja eigentlich nicht. Und damals war halt meine Vorstellung wirklich die, ja gut, jetzt mache ich mal kurz etwas, was mir Spaß macht und woran ich Freude habe. Und dann kann ich ja, und dann muss ich ja nachher wieder in das Leben zurückgehen, das man halt so haben muss. Und da habe ich wirklich zum ersten Mal, als ich hier in die Schweiz kam und meine Saison angefangen habe als Skilehrerin, habe ich zum ersten Mal sowas wie Lebensfreude gespürt. Da habe ich zum ersten Mal gespürt, wow, ich bin am richtigen Platz hier. So will ich mich fühlen, wenn ich lebe. So lebendig will ich mich fühlen, so verbunden mit der Natur will ich mich fühlen. So an der frischen Luft will ich sein, mit so gut gelaunten Leuten natürlich. Wenn du als Skilehrerin arbeitest, bist du natürlich mit Leuten da unterwegs, verbringst den Tag, die leicht sind, die locker sind, die im Urlaub sind, oder? Das ist klar. Und ich fand einfach dieses Komplettgefühl, fand ich so schön. Und all die anderen Skilehrer, mit denen ich zusammen war, die hatten auch dieses Lebensgefühl der Freiheit, der ungebunden, des ungebunden sein und das sich spüren in der Natur, beim Sport und trotzdem nicht nur Spaß zu haben, sondern auch etwas zu erreichen, sich weiterzuentwickeln, zumindest auf den Skien, im Schneesport. Und das war irgendwie so das, was ich wollte. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das halt irgendwie zusammenpasst mit dem, was ich studiert habe, mit dem, was ich auch während dem Studium und nach dem Studium schon begonnen habe zu tun. Es war einfach, es lag so aus der Hand. Es hat sich angeboten, Unternehmensberaterin zu sein. Ich bin damals als eine der ersten Projektleiter mit in das damals neu gegründete Deutsche Kundenbarometer, das heißt jetzt glaube ich Kundenmonitor, reingekommen und habe mich dann spezialisiert auf Marktforschung für Banken.
Und es war natürlich toll für mich, oder? Ich bin da einfach so reingegangen und war dann plötzlich Spezialist. Und aber ich wollte das nie machen. Das habe ich mir nie ausgesucht. Das war irgendwie, ich bin da so reingekommen. Ich habe natürlich ein wahnsinniges Know-how. Ich habe eine unglaubliche Expertise. Finanzdienstleistungen, Nummer eins, Marktforschung für Finanzdienstleister. Das hat mir damals, als es noch keine bilateralen Verträge gab, hat mir das die Eintrittskarte in die Schweiz verschafft. Ich konnte, weil ich so spezialisiert war, eine Arbeitsbewilligung bekommen. Und die hast du damals entweder in der Gastronomie bekommen oder in der Wirtschaft halt nur, wenn du eine spezielle Ausbildung, Expertise hast für etwas, wo es nicht genügend Schweizer gibt. So war das damals. Und dank dieser Eintrittskarte konnte ich dann nach meinen 4 Jahren Skilehrerin, konnte ich dann, wie ich dachte, meine richtige Arbeit wieder aufnehmen bei einer großen Bank in Zürich. Und ja, und dann kam schon der erste Knall. Ich bin in eine Riesendepression reingefallen. Also ich habe, mir ging es immer schlechter und schlechter und ich hatte Geld, ich hatte meine Arbeitsbewilligung, ich hatte eigentlich einen guten Job, aber mir ging es hundeelend, weil ich wirklich gegen mein Innerstes gehandelt habe, meinen Verstand nach vorne gestellt habe und einfach mein Innerstes wollte das nicht. Mein Innerstes wollte frei sein, mein Innerstes wollte Spaß haben. Und ich habe so lange gelitten. Nach einem Jahr habe ich dann gemerkt, oh mein Gott, als ich Skilehrerin war, ich hatte überhaupt kein Geld. Ich habe nichts besessen. Ich hatte keine schöne Wohnung. Ich hatte kleine Zimmer. Aber ich war so frei und dieses Gefühl, das mir das gegeben hat, das war ich. Das war mein Lebensgefühl. Das war meine Lebensfreude. Und ja, dann irgendwann mal war das Leiden so groß, dass ich gekündigt habe und nicht wusste, wie es weitergehen soll finanziell. Natürlich war meine damalige Arbeitsbewilligung mit der Arbeit verbunden und ich wusste nicht, ob ich eine andere Arbeit finde. Aber es war mir alles so egal, weil es ging mir so, so hundeelend, dass ich einfach gesagt habe, ich bin lieber am Betteln. Also meinen Mastermind Ladies habe ich was anderes gesagt. Also das war das Worst-Case-Szenario. Ich war tatsächlich bereit, auf den Strich zu gehen in meinen Gedanken, um mir ein Netz, irgendwo ein Netz, ein Überlebensnetz zu haben. Natürlich hätte ich das nicht gewollt, aber es war mein Leiden war so groß, dass ich tatsächlich bereit gewesen wäre, solche Tätigkeiten zu machen, damals natürlich, ich glaube nicht, dass es weit gekommen wäre, aber es hat mich befreit. Es hat mir ein Sicherheitsnetz gegeben, das irgendwie nach Freiheit zumindest sich anfühlte. Und dann bin ich, ja, ich habe die Kündigung im Briefkasten geschmissen und ich bin aufgeblüht und ich habe meine Lebenskraft wieder gespürt. Ich konnte wieder lachen, ich konnte mich wieder freuen. Es war unglaublich, es war tatsächlich nur dieses eine kleine, diese Handbewegung, diese Entscheidung natürlich, die dahinter saß. Und schon ging eine Welt auf, die war tausendmal besser, obwohl sie unbekannt war. Aber diese unbekannte Welt, damals war mir das noch gar nicht bewusst, was ich tue. Das weiß ich natürlich jetzt alles, was da passiert ist und ich kann es verstehen. Aber es ging mir so viel besser und durch meine Lebensfreude, durch meine Lebenskraft habe ich einen super Job bei der zweiten Großbank in Zürich bekommen mit sehr, sehr viel Geld, viel mehr Geld, mit einem unglaublich tollen Team, mit einem super Chef und ich hatte wirklich Spaß in dieser Arbeit. Nichtsdestotrotz, als ich dann 4 Jahre später schwanger wurde, habe ich mich doch entschieden, dass ich so nicht mein Kind erziehen möchte, dass ich nicht mein Kind morgens in der Kinderkrippe abgeben möchte, dass ich dann arbeiten gehe, sei es auch nur irgendwie 70%, so war mein Vertrag für nach der Geburt, und dann am Abend das Kind abhole. Das war für mich eine Horrorvorstellung. Und nach diesen 3 Monaten Mutterschaftszeit habe ich dann entschlossen, dass ich das auch komplett kündige
Und dass ich mein Kind nicht bekommen habe, dass es andere erziehen, sondern dass ich mein Kind bekommen habe, weil ich selber erziehen möchte, weil ich mit meinem Kind zusammen sein möchte. Und ja, hier in der Schweiz, da gibt es die Pensionskasse, da zahlst du ein und wenn du dich selbstständig machst, kannst du das quasi als Startkapital nutzen für dein eigenes Business. Und das habe ich dann gemacht. Und ich wusste auch nicht, wie es weitergeht. Aber es hat sich alles so schön entwickelt, bis ich dann irgendwann mal, ja, habe langsam immer mehr gearbeitet, war Dozentin für Marktforschung. Also ihr seht, ich habe eine totale Expertise. Ich habe Businesses gegründet für mich und für andere Leute. Wenn ihr meinen ganzen Homepage-Auftritt anschaut, der wird jetzt übrigens korrigiert. Ich habe jetzt jemanden, eine Assistentin, die mir hilft, die Schreibfehler rauszumachen. Aber das ganze technische Know-how, das habe ich alles. Ich habe ISO-Unternehmen, Hotels ISO-zertifiziert, die ganzen Prozesse aufgebaut, Qualitätsmanagement. Das ist meine Hardcore-Business-Expertise. Und das weiß ich alles, das habe ich alles nicht vergessen. Aber heute weiß ich eben, dass es so nicht funktioniert, wie ich damals dachte, mit eben mehr arbeiten, mehr tun, mehr Verantwortung, sich mehr aufladen, bis es einfach nicht mehr ging. Oder ich habe dann auch noch ein Hotel gepachtet, habe dort alles von null auf aus angefangen, die ganzen Prozesse, die ganze Sichtbarkeit, die ganze Social Media, alles, den meinen Mitarbeitern alle selber ausgebildet, weil ich immer irgendwo den Drive hatte und gesagt habe, ich will Leuten eine Chance geben, etwas zu lernen und sich selber weiterzuentwickeln. Und ich war immer schon jemand, der sein Wissen weitergeben wollte. Aber irgendwie habe ich nie den Rahmen gefunden, wo ich mein Skilehrersein zusammenbringen konnte, meine ganze Business-Expertise, die ich zusammenbringen konnte, mein Drive, mein Wunsch nach Freiheit, nach Selbstbestimmtheit, aber dennoch mein Wunsch, andere Leute zu ermächtigen, ihnen zu helfen, in ihre eigene Kraft zu kommen, ihren Selbstwert, ihren ganzen Wert selber zu erkennen. All das wollte ich schon immer, aber ich habe nie den richtigen Weg gefunden und habe immer wieder wie eine Fliege, die versucht, durchs geschlossene Fenster rauszugehen, versucht mit mehr und mehr Bemühungen und Aufwand zu arbeiten und zu schaffen, anstatt dass die Fliege könnte auch durch die offene Tür im anderen Ende des Raumes rausfliegen. Aber ich habe auch die offene Tür nicht gesehen und bin so lange gegen dieses verschlossene Fenster geflogen, bis ich dann halt nicht mehr konnte und alles aufgeben musste. Alles, alles. Ich hatte wirklich plötzlich erkannt, wenn du deine Gesundheit nicht mehr hast, was interessiert dich im Leben? Deswegen auch, finde heraus, wer du wirklich bist und werde gesund. Und da bin ich auf den Weg gegangen, habe gedacht, wollte wissen über Dr. Joe Dispenza, Gesetz der Anziehung, ein wahnsinnig von mir total geliebten Autor Neville Goddard. Ich bin in die Bibel gegangen, ich bin in christliche Heilerseminare gegangen, ich war in Amerika bei einem Coach und ich wollte unbedingt wissen, was kann ich alles machen? Ich, wer bin ich denn überhaupt? Wie funktioniert die Welt, wenn sie nicht so funktioniert, dass man mit totalem Aufwand, mit sich kaputt machen, versuchen, irgendwo immer das Beste und noch mehr als das Beste zu geben, wenn man damit nirgendwo hinkommt? Weder in die Gesundheit, noch ins Glück, noch in die finanzielle Unabhängigkeit. Oh mein Gott, wie funktioniert es dann? Und dann dachte ich mir, wenn ein Mensch heilen kann, wenn er seinen Körper heilen kann, dann kann er sein ganzes Leben heilen, dann kann er alles heilen. Und so bin ich einfach dazu gekommen, Menschen das zu zeigen, was ich gelernt habe. Und ich habe ja noch so viel mehr zu geben. Ihr habt ja vielleicht die Interviews gesehen und die Ergebnisse, die schon allein in meinen 1:1-Coachings in 2 Monaten passiert sind. Was in dem Geldmagnet-Coaching passiert ist. Das ist so unbeschreiblich und ich sage es gerne nochmal, es geht doch gar nicht ums Geld. Das Geld ist eine logische Konsequenz. Wenn du weißt, wer du wirklich bist, wenn du dafür finanziell unabhängig entschädigt wirst, dass du du selbst bist,
Es geht darum, herauszufinden, wer du wirklich selbst bist, was du machen möchtest, was du für eine Vision hast auf diesem Planeten, weil wir alle haben eine Vision, aber wir können sie nicht sehen. Wir haben eine Mission, aber wir können sie nicht sehen, weil wir so zu sind von all dem, was wir glauben und denken, wer wir sind, wie das Leben funktioniert. Und es ist eine Lüge. Es ist eine riesengroße Illusion. Und wenn du einmal lernst, hinter diese Illusion zu schauen und zu kapieren, welchen Teil du wirklich an dieser ganzen Illusion einnimmst und wie selbstbestimmt du bist und wie großartig du bist und dass du niemals, keiner von uns muss jemals irgendwie klein und unfähig gehalten werden sein. Wir machen das alle schön brav selber mit uns aus einem riesen Päckchen von Gründen. Und diese Information, die lebt einfach in uns als Energie. Und diese Energie sind negative Glaubensgrundsätze, Überzeugungen, die ganzen Ängste, mangelndes Selbstwertgefühl. Das ist alles ein Riesenpäckchen, das uns in diesem Gefängnis hält. Und wir dürfen uns langsam erlauben, dieses Päckchen loszulassen, weil wir haben dieses eine Leben. Und dieses eine Leben, da entscheiden wir, nach welchen Regeln dieses eine Leben funktioniert, was wir erleben wollen, wie wir uns fühlen wollen, mit wem wir zusammen sein wollen, wie wir interagieren wollen mit anderen Menschen. Das ist alles wir selber. Und das hat mich einfach dazu gebracht, nochmal eine Schippe draufzuladen und zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Akademie, wo der Lerneffekt drin ist und zwar auch der Umsetzungseffekt für dich alleine persönlich. Ich mache kein vorgefertigtes Programm. Du darfst herausfinden, was für dich wichtig ist, was deine Mission ist. Und du darfst herausfinden und entscheiden, wie du das auf die Straße bringen willst. Weil irgendwie musst du ja sichtbar werden, irgendwo musst du ja dich zeigen, damit das Geld weiß, dass du da bist und bereit bist, für dich einzusetzen, etwas zu geben, weil geben ist empfangen. Aber wenn du nicht da bist und ganz heimlich unter dem Tisch gibst und denkst, wieso du nur heimlich unter dem Tisch empfangen kannst, dann ist es halt auch wieder eine Beschränkung, die du dir selber ausgedacht hast. Und was ich eben noch in die Akademie gepackt habe, das ist ein Instant Change Anwendung. Das sind drei kurze Sessions von 20 bis 30 Minuten. Die fangen am Anfang an, bevor wir überhaupt loslegen. Und es ist so wie ein riesengroßer Reinigungsprozess auf energetischer Ebene. Instant Change ist eigentlich ein zusammengefasstes, vereinfachtes Package von allen Energiearbeiten, sei es Hypnose, sei es Theta Healing, sei es Meditation und so weiter, wo einfach auf spiritueller, geistiger, von mir aus auch geistheilerischer Ebene arbeitet, wo wir relativ einfach uns verbinden können und relativ einfach füreinander, also ich für dich in diesem Fall, aber das heißt nicht, dass du es nicht auch kannst. Wir können alle für andere Downloads kreieren. Und zwar in dem Sinne, indem wir das, was nicht erwünscht ist, löschen und ersetzen mit dem, was erwünscht ist, also an den Überzeugungen, an den Ängsten. Wir haben alle so viel Scham in uns, das uns nicht weitergehen lässt. Wir haben alle so viele Vergangenheitsstories, die uns nicht weitergehen lassen. Diese ganzen Selbstwerteinbrüche. Die neue germanische Medizin spricht eben davon, dass vor allem Selbstwerteinbrüche und wiederkehrende Selbstwerteinbrüche ein ganz großer Auslöser für Krankheiten sind. Aber verdammt, wir brauchen noch keine Selbstwerteinbrüche mehr haben, wenn wir wissen, wer wir wirklich sind. Da können wir ganz glasklar dastehen, ich sag's jetzt wirklich mal, wie es ist. In unserer Göttlichkeit, weil wir sind alle göttliche Wesen, die hierher gekommen sind auf diese Erde, um ihre Göttlichkeit auszudrücken. Und auf jeder von uns hat seine individuelle Art und Weise, um diese universelle Energie auszudrücken und
hierher zu bringen, das kollektive Bewusstsein anzuheben und unseren Planeten zu einem schönen, leichten, liebenden Planet zu machen. Und jeder hat individuelle Geschenke und wir trauen sie uns so selten, damit rauszugehen und zu zeigen und zu sagen, ja, ich habe dieses Geschenk für dich und ich bin bereit, dein Geschenk zu empfangen. Und dann irgendwann mal fließt das Geld im Sinne Geschenke des Universums als Geschenke, Gegenleistung, Kompensation für dein Sein. Für dein Sein. Und das muss nicht schwer sein. Und dazu müssen wir einfach unser Hirn, unseren ganzen logischen Verstand dahin bringen und sagen, hey, es darf leicht sein, weil wir haben alles, was wir brauchen und wir haben die ganzen Geschenke hier. Und das lernst du in dieser Akademie. Also zuerst kriegst du diese Instant Change Anwendung, die allein schon ist 1.000 Euro wert. Dann hast du 24 Gruppencoachings. Dann hast du noch 2 1-zu-1 Coaching, die auf dich individuell zugeschnitten sind. Und dann hast du noch täglichen Austausch mit mir. Ich bin in dieser Facebook-Gruppe drin. Wir machen eine Messenger-Gruppe. Da kriegst du von mir Videos noch zusätzlich. Kriegst Meditationen von mir. Du kriegst Journal Prompts, also Fragen, die dich in dein Bewusstsein reinbringen und dir dazu das verhelfen, klar zu sehen, eine Klarsicht zu bekommen über das Leben und über das, was in dir funktioniert und im Außen das kreiert, was du möchtest, hoffentlich. Und nicht mehr das kreiert, was du nicht möchtest. Und du kriegst Tools von mir an die Hand. Ich zeige dir die einfachen Dinge, die einfachen technischen Dinge, die du brauchst, um da zu sein. Du musst präsent sein. Und ich meine, irgendwann mal ist online wichtiger als offline. Und das ist so verteufelt gewesen. Aber diese größten Herzensverbindungen, die ich auch jetzt bei meiner Instant Change Ausbildung in Marbella haben durfte, die sind alle online entstanden, weil wir leider noch nicht so präsent sind, die Leute, die anders denken, fühlen und handeln und wissen, dass das Leben so funktioniert aus uns heraus und nicht aus dem Leben in uns herein. Diese Menschen sind halt noch ziemlich weit verstreut, aber wir können uns global vernetzen, wir haben alles, aber wir müssen sichtbar sein. Und wir werden nicht sichtbar, wenn du hier in deiner Nachbarschaft rumläufst. Wie kannst du dich präsentieren mit deinem wahren Sein und dementsprechend im Außen gesehen werden von den Leuten, die dein wahres Sein lieben? Auch wenn das Gesetz der Anziehung oder das Gesetz der Schöpfung aktiv ist, musst du offen und bereit sein, das zu empfangen. Und dazu musst du dich öffnen und dazu musst du eben auch sichtbar sein, in erster Linie für dich selber, dass du dich selber sehen kannst, dass du dich selber liebst. Dieses Thema Selbstliebe ist essentiell für Heilung, Gesundheit, finanzielle Unabhängigkeit. Dieses Herz von Herzen machen, sich erlauben, von Herzen zu sein, zu reden, zu sprechen, zu fühlen, sich mitzuteilen. Das fällt uns so schwer in diesem ganzen Kasten der Paradigmen. Das macht man nicht. Ja, riesengroße Frage, oder das macht man nicht. Kriegst du immer gesagt, das Kind, ja gut, wenn man das nicht macht, was macht man dann? Aber diese Antwort bekommst du nicht. Aber ich kann sie dir geben, diese Antwort kriegst du von mir. Was soll ich dann machen, wenn ich das nicht mache? Du sollst das machen, was sich für dich gut anfühlt. Aber du darfst es auch erst lernen, was sich wirklich für dich gut anfühlt. Und das ist halt alles ein Prozess. Und wenn du das in 3 Monaten hinkriegst, dann kann ich dir tatsächlich versprechen, dass du dich nicht mehr wiedererkennst, dass du gar nicht mehr weißt, wer hier gestartet ist am 1.12. oder eben auch schon eine Woche vorher, wenn du dich jetzt schnell entscheidest und anmeldest. Und ich sage dir nur eins, profitiere von dem, was ich gelernt habe und was ich mühevoll gelernt habe und was ich mir Stück für Stück auf eine Art und Weise selber beigebracht habe, weil es einfach
Ich sage dir, in dieser Art und Weise, wie ich diese Dinge zusammengetragen habe, mit diesem Hintergrund, alles in einem Mastermind, in einer Akademie. Ich würde mal sagen, wenn ich hier auf dem Internet rumsuche, dann müsstest du vielleicht 3, 4 Coaching-Programme buchen und durchmachen, bis du wirklich dieses zusammengefasste, konzentrierte Wissen und Üben mitbekommst. Ja, Selbstwerbung ist für mich auch immer noch gar nicht so das, worauf ich stehe. Aber ich muss und will es tun. Und hier auch mich außerhalb meiner Komfortzone wohlzufühlen, ist ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und ich wünsche mir das so sehr für dich, dass du allen Menschen bereit bist, deine Geschenke zu präsentieren, ohne auch nur einen Zweifel zu haben, dass es gut und richtig ist. Wenn dich das interessiert, was ich dir jetzt hier erzählt habe, wenn du wirklich einfach sagst, hey, wenn die das kann, dann kann ich das auch, dann hast du total recht, weil wenn ich das kann, ehrlich, dann kann das jeder, aber absolut, absolut jeder. Ich habe überhaupt nichts Spezielles, außer dass ich unglaublich hartnäckig bin und einen Dickkopf habe, der mich noch mehr in meine Probleme reingebohrt hat. Mich dann zwar auch wieder rausgeholt hat, aber auch das ist nicht gerade so vorteilhaft gewesen. Also nütze diese Akademie für dich, dass du ins 2020, ins riesengroße Transformationsjahr neu starten kannst, dich neu erfinden kannst, deine ganzen gesundheitlichen Einschränkungen ad acta legst, weil die du gar nicht mehr rekreierst. Das ist eine logische Konsequenz. Sonstige Beziehungs- und finanzielle Probleme werden verschwinden, wenn du niemand mehr bist, der diese Probleme hat. Und dieser Mastermind-Effekt in der Gruppe, es ist so, so wertvoll, es ist so, so schön, mit anderen tollen Frauen auf einer super intimen Ebene sich öffnen zu dürfen und zu wissen, dass man getragen wird. Dass man getragen wird, dass es keinen Neid gibt, dass es keine Missgunst gibt, sondern dass es ein gemeinsames gibt, weil die Frauen, die da dabei sind, wissen, dass für alle unendlich viel da ist und dass nicht die eine der anderen was wegnehmen muss, um unendlich viel zu haben. Wir alle können unendlich viel haben, wenn wir wissen, wie das Leben funktioniert, das Universum funktioniert, woraus wir entstanden sind. Dann gibt es keine Logik mehr, warum wir uns nicht selber unterstützen sollen gegenseitig. Und das ist einfach etwas, was schön ist und was für mich das tollste Weihnachtsgeschenk ist und was ich hier so euch ans Herz legen möchte. Auch wenn ihr hier nicht dabei seid, seid irgendwo dabei, wo es euch dorthin zieht, wo ihr denkt, Mensch, das ist doch meins, das entspricht mir doch. Und lasst euch nicht beschränken, lasst euch nicht einschränken, lasst euch nicht klein machen, weil es gibt absolut keinen Grund dazu, warum irgendein Mensch mehr oder weniger sein haben, tun oder bewirken kann. Es ist nur eine Entscheidung. Wer willst du sein? Wie willst du leben? Wie willst du es haben? Wie willst du dich fühlen? Mit wem willst du zusammen sein? Aber mach's nicht wie ich. Mach dir Gedanken darüber und wisse, dass das, wie du es haben willst, dass es nur dann zu dir kommen kann, wenn du es glasklar weißt. Und dazu brauchst du ein Wissen darüber, wer du wirklich bist. Und dann steht nichts mehr im Wege. Du kannst alles machen. Du kannst viel Geld verdienen. Du kannst viel Geld investieren in dich, in andere, in die Welt, in alles, was dir am Herzen liegt. Aber du musst es einfach machen. Und ich verspreche dir, wenn du es mit uns zusammen machst, dann wirst du am Ende von diesen 3 Monaten, Dezember, Januar, Ende Februar, Anfang März, wirst du wissen, was du tun willst und du wirst es womöglich auch schon tun und damit leben und finanziell unabhängig sein. Weil es braucht nicht lange. Wir haben keine Zeit, wir haben auch keinen Ort und wir sind die, die wir sein wollen. Und deswegen lass doch die Zeit nicht unnötig verstreichen. Also für mich,
ist es so, ich möchte euch wirklich sparen, so viele Umwege zu machen wie ich. Es ist okay, ich bin jetzt 51 und bin hier angekommen, endlich dort, wo ich sein möchte. Früher ging es nicht für mich, aber ich weiß, dass es für dich früher geht. Also lass dich nicht aufhalten, wenn du Fragen hast, was auch immer. Es findest du alles hier auf meiner Homepage, myrealfeeling.com unter I Rock My World Academy. Da habe ich Videos, noch mehr Erklärungen. Dort findest du andere Testimonials. Du hast eigentlich alles schriftlich, aber schreib mir trotzdem per Messenger, private Nachricht, E-Mail, wie auch immer, wenn du Fragen hast, wenn du spürst, dass du da dabei sein willst, wenn du spürst, jetzt ist es an der Zeit, wenn du einfach nur merkst, mein Gott, ich würde es mir so gerne möglich machen, dann melde dich bei mir. Ich freue mich auf dich und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ja, mal schauen, was ihr da für Kommentare für mich habt. Bis dann. Bye bye.